Ja, eine Sense, ja. Wir könnten auch so Schrottkarte. Jobs verteilen. So einer ist der Koch, also zumindest ist für den Anfang. Einer versucht Essen zu holen, der andere besorgt Materialien für ein gemeinsames Haus. Für den Anfang wäre das sicher nützlich. Und der dritte, der hilft jemandem oder macht irgendwas anderes. Der farmt zum Beispiel in der Mine. Wie kann man denn jetzt wirklich am besten eine Holz- oder eine Hacke machen? Eine Holzhacke, da braucht man einen Schrottkasten und da brauche ich aber Schrott dafür. Gibt es ja nicht eine Motorsäge? Nee, nein, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Okay. Eine Mosch gibt es eine Mutter. Wie können wir uns dann so eine Hacke oder sowas craften, damit wir Sachen anbauen können? Kann man denn nicht einfach so hinsetzen? Meinst du, ich weiß schon, wie du, was du meinst. Da braucht man eine Schrottkasse, damit man das bauen kann. Nein. Oder? Nein. Hä? Geht das nicht so? So wie früher Weiß geht's ich. nicht. Hacke. Eine Holzhacke und eine Steinhacke kann man sich anscheinend nicht machen. Geht nicht, nee. Man kann sich eine Eisenhacke, eine Diamantenhacke oder eine Goldhacke craften. Oder eine als Amethyst. So, ich baue mich mal weiter in den Berg, genau, in den Berg. Vielleicht finden wir ein bisschen Eisen. Also mit diesem Shader schaut es einfach alles so realistisch und, weiß ich nicht, schön aus. Hat irgendwas Eigenes? Ich weiß nicht. Irgendwie passt der Shader komplett zu dem Modpack. Wer ist da oben? Ah, es sind Schmetterlinge, die wir Regen ertrinken, geil. Okay. Warte, kannst du. Oh, scheiße, jetzt habe ich den Apfel gegessen. Ich sehe dich, Manuel. Manni. Ja, ich seh Du deine kommst Tür. gerade, oder? Hast du Hunger? Geht. Okay, warte, ich mach kurz ein bisschen Holzkohle. Nee, nee, ich hab Kohle. Hast du Kohle? Ich habe auch Kohle. Ich kann euch die zwei Kohle hier geben. Kann mir wer Fackeln machen? Oder noch ein bisschen Holz geben? Ich kann dir dieses Holz geben, wenn dir das ausreicht. Ich sammle einfach alles auf. So. Danke. So, ich hätte jetzt So, jetzt seht ihr auch gedacht, was. eine Leiter. Alles nur für euch. Also, da braucht man die Leiter des Zimmermanns. Ei, 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 ei. Gibt es hier nicht auch Dungeons? Also ich meine jetzt so Dungeons mit, also so Gebäude einfach generell. Weiß ich nicht. Ich habe Basalt Holzkohle gefunden. Habe mich noch nicht mit dem beschäftigt, ne? Hier ist eigentlich nur Basalt, Steinkohle und Granit. Oder nein, das ist Erde. Aber oben ist Granit, oder? Nein, Diorit. Das ist Granit. Ja, die ersten Folgen, die sind eher alle noch so aufbauend. Später dann, wenn es dann ums Bauen geht, sind sie für mich auf jeden Fall interessanter. Das Salz hier nehmen wir auch mit. Was ist das noch gesagt? Nein, Kies. Dann bauen wir uns weiter runter.
So. Hier mal kurz hier alles verstauen. Was macht ihr gerade? Ich baue ein bisschen mein Häuschen aus. Und ich habe gerade hier eine Kiste gemacht. Ich habe eine Höhle. Ich habe hier mal eine Kiste gemacht, wo ich das ganze Anbauzeug, also alles rein tun kann. Bohnen und so. Warte, was ist das? Eisenerz. Quarzit-Eisenerz und Basalt-Eisenerz. Okay, ja, es zählt als Eisenerz. Okay, wäre es uns ein bisschen blöd, wenn man für jedes einzelne Gestein... Hat irgendwer Essen oder so? Oben sind, glaube ich, noch ein paar Kartoffeln im Ofen. Also ich habe sie zumindest nee, oben. Da. Danke. Endlich Osterferien. Ruhe, Freizeit. Keine Schule. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? 37 Minuten. So. Okay. Also wollte ich das hier bauen. So. Und die Höhle ist schon vorbei. Ging ja schnell. Und dann setzen wir hier eine Fackel hin und bauen uns hier wieder weiter runter. Oder soll ich euch das Eisen mit draufbringen, dass ihr das gleich schmelzen könnt und eine Hacke anbauen könnt? Ja, gute Idee. Das wäre eine gute Idee, oder? Ja. Ich mein... Nee, weil dann könnt ihr gleich ein bisschen Essen anbauen. Ja, eben, von dem rede ich ja. Lol, bauen wir uns mit dem hoch. Ja, Granit. Okay. Ich pack das euch in die Kiste, also die Samen. Jo. Ich kann mir auch ein bisschen ein Brot machen. Okay, Brot erfüllt eigentlich recht viel wieder auf. Ich habe 8 Eisen, die schmelze ich kurz. Dann gebe ich euch, das Eisen. Oder besser gesagt die Hacke. Ah, habt ihr da oben einen zweiten Stock gebaut? Ja, es wird jetzt ein Haus, also. Wird das dein Haus hier? Ja. Da ich mich sehr, sehr gerne in einen Berg reinbaue, mache ich das. Du baust dir gerne Höhlen, oder? Mario, willst du die Pflanzen anbauen oder soll ich das machen? Mir ist das ganz egal. Man kann es im Prinzip sagen, Haus im Berg. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Warte, ich lege euch die Hacke. Die Hacke lege ich euch in die Kiste. Ich gehe währenddessen wieder weiter runter und baue wieder weiter Erze ab. Aber vorher mache ich mir noch ein paar mehr Spitzhacken. Und eine Eisenspitzhacke mache ich mir auch. Holz habe ich genug. So, dann mache ich mir noch einen Stein. Das da und nicht das, sondern das da. So, bin ich bereit. Das da? Das da. Katja, das da gibt's. No. Maxi. So. Fackeln haben wir auch noch. So, dann geht's weiter runter. Vielleicht finden wir noch eine Höhle, die
hoffentlich ein bisschen größer ist wie die vorige. Andesit wird in der Welt erstellt. Chisel. To bissel. Quarzit. Underground Biomes. Biomes. Construct. Warte, was habe ich hier ein Erz entdeckt? Es ist Eisen. Wurscht, egal. So. Welche Höhe sind wir? Immer noch auf 38. Okay, bauen wir uns von der Erde weg. Das muss ich mir noch eine Schaufel craften. So, wieder ein bisschen Licht. Wieder Steinkohle. Eisen wäre mir viel lieber wie Steinkohle, weil Kohle habe ich eigentlich. Aber ich könnte mir mit der Kohle weitere Fackeln machen. Vorher sagen, ich habe genug Steinkohle und dann alles abbauen. Okay, gibt auch Level. Auch wenn ich nicht weiß, ob wir Level in diesem Modpack brauchen. Weil Monster sind eh ausgestellt und eine Waffe. Ja, vielleicht für die Spitzhacken, wenn man die mit Glück verzaubern möchte. Ja, das wäre schon sehr. Ich halt lieber den Mund. Schon sehr schön, meinst du, oder? Schon sehr gut, zum Beispiel bei wichtigen oder wertvollen Erzen. Diamanten. Und ich baue mir kurz. Ich hatte mal den Bug bei meinem Skin, dass er, dass plötzlich mein Kopf hinten war und mein Hinterkopf vorne. Also, dass mein kompletter Kopf umgedreht war. Sah nicht sehr angenehm aus, aber zum Glück ist der Bug ist irgendwie weg. Ja, sonst hätte ich mir einen anderen Skin suchen müssen. So, auf Höhe 20 sind wir. Dann bin ich ja schon fast bei der Diamantenebene. Hier ist Kies, da bauen wir uns rum und ich habe eine Höhle gefunden. Eine Schlucht. Monster sind zum Glück ausgestellt. Ich habe Gold. Gold baue ich auf jeden Fall mit der Eisenspitzhacke ab. Geht ja auch nicht anders. Das ist Eisen. Hier wieder Gold. So, ich habe hier ein paar Pilze. Die nehme ich mir mit. Vielleicht können wir dann eine Pilzsuppe herstellen. Ich sehe euch da oben. Aha. Glück auf. Technischer Fortschritt. Das Eisenerz, okay. Also ich habe gerade sehr viel Erze gefunden. Ich habe gerade sehr viele Erze gefunden. Sehr so. Viel Gold. So soll es natürlich sein. Oh, Bug. Hier ist auch noch Gold. Gold for life. Hier auch noch Gold. Ich glaube, damit das nicht so langweilig wird, werde ich noch eine Hintergrundmusik reinpacken. Also jetzt keine Playlist,
Aber wahrscheinlich werde ich mir einfach, also werde ich einfach dieses ganze Projekt mit Musik unterlegen. Hinterlegen, meine ich. Warum nicht? Ja, ja, wird dann ein bisschen passender alle. Ja, natürlich. So, schöne Landschaft mit schöner Mucke. Würde gut passen. Alter, das Eisenerz verschmilzt in manchen Steinsarten so stark, dass man sie fast nicht erkennt. Kann ich wenn gut möglich sein, nein. Ich weiß gerade nicht, ob das jetzt zu dunkel für euch ist, meine Zuschauer. Aber ich mache jetzt einfach mal Licht. Und Weihnachten mit der Fackel ein bisschen nochmal da. Also ich glaube, wenn das so weitergeht, werde ich nicht mehr aus dieser Höhle rausfinden. Überall. Okay, hier machen wir eine Fackel hin. Überall Erze. Ich habe jetzt schon 32 Eisenerz, halbe Stack. Okay, pack noch mehr rum. Ich glaube, ich werde mir danach gleich eine Rüstung machen. Obwohl ich auch nicht weiß, für was ich eine Rüstung brauche. Wer konnte hier jetzt eine Eisenhacke machen? Könntest du? Ich habe schon eine gemacht. Deswegen ja. Weil du gerade was isst, ne? Die ist in der Truhe, falls du sie suchst. Naja, ich habe sie schon gesehen, aber wie hast du die gemacht? Ganz normal jetzt, oder wie? Ja. Also Eisenbahn. Dann einfach so, wie man eine Hacke herstellt. Bei der Holz ging das nicht, ne? Ja, mit Holz funktioniert das irgendwie nicht. Sieht man auch, wenn man bei die Rezepte schaut, kann man ja draufklicken. Naja, das habe ich ja gemacht, ja. Und bei den anderen funktioniert das irgendwie nicht. Also bei Holz und bei Stein. Kann entweder ein Bug sein oder damit es realistischer wird. Weil okay, mit einer Holzhacke arbeiten. Okay, würde schon gehen. Nee, glaub, also. Man muss das anders craften. Habe ich vorhin schon gesehen. Ich habe auch Redstone gefunden. Können wir ein bisschen unser modernes Zuhause automatisieren? Beleuchtung. USW. Punkt. Hier war ich nehmen. Da gibt es auch ein bisschen Eisenerz. Aber Amethyst habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Okay. Halt die Lichtreflektionen bei Wasser. Sahen meine gerade ein bisschen eigenartig aus. Hier haben wir auch ein bisschen. Warte, wieder Licht. Und halt ein Kies ab. Hier haben wir auch wieder ein bisschen Eisen. Eisen möchte ich verspeisen. Und hier geht's nicht mehr weiter. Manni? Ja? Was machst du gerade? Ich habe gerade Holz gefarmt, über einen Stack. Was willst du damit anstellen? Aber Holz ist wichtig, auf jeden Fall. Du und das Holz. Eichenholz brauchen wir unbedingt, ne? Weil ich baue das alles auf Eichenholz um hier dran. Ja, sieh mal in die Kiste. Ich habe dir, glaube ich, ein bisschen viel Eichenholz gefarmt. Nee. Na, wie gesagt, das ist halt wichtig, ne? Weil, aber nicht, dass du den ganzen Wald abreißt. Nee. Die Schönheit der Natur muss erhalten bleiben. So. Hat der Adapted schon etwas angebaut? Draußen, ne? Echt? Wo? Die kleinen Pflanzen. Ja, die kleinen Pflanzen ist gut gesagt. Ja, die blauen da.
Rechts von dir. Dort. Aber die müssen erst fertig werden. Wenn 100% dort steht, kannst du das abbauen und die gleich wieder anpflanzen. Die Baumpflanzen? Ja. Dreh dich um rechts. Nee, dreh dich rechts. Links. So. Ja, genau, und jetzt geradeaus. Da, wo ich hinguck. Genau, die hier. Vor dir. Ach so, ja. Ja, genau. Wie hast du die angebaut? Nein, warum bleiben die Pflanzen? Hast du jetzt Rechtsklick drauf gemacht, oder? Ja. Achso, okay, dann passt schon, ne? Mach dir dann eine Kiste. Mach vielleicht eine eigene Kiste, wo wir Essen reinmachen. Nur eine. Bringen vielleicht nicht so viel, aber immerhin etwas, ne? So. Also hier oben haben wir noch eine Höhle. Kleiner Durchgang. Ja, hier gibt es auch wieder Eisen. Hast du die Hacke? Hast du die Hacke mit oder? Lapis! Ich hab die nicht, ne? Lapis Lazuli. Ah, da, du hast sie wieder reingetan, okay. Du kannst aber, wenn du willst, dort wo wir die Pflanzen jetzt haben, die zwei, ne? Den einen Hügel, den kannst du wegmachen, weil das wird alles Feld. Okay. Kann man die Uhr, kann man die Zeit eigentlich einstellen? Weiß das von euch jemand? Was? Die Zeit, dass zum Beispiel der Tag länger ist und die Nacht zum Beispiel auch, ne? Und das geht schon schnell. Aber das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man das Wachstum von den Pflanzen beschleunigen kann. Ja, das weiß ich auch, ja. Aber dass jetzt der Tag zum Beispiel länger wird. Ich finde es schon in Ordnung, wenn die Tage gleich sind wie die, na, die Nächte. Nee, generell, dass einfach der Tag länger ist. Ist bei euch gerade Nacht oben? Ja. Ich weiß noch nicht, wie man das einstellt oder ob das überhaupt funktioniert. Ich komme jetzt wieder zu euch, weil sonst verhungert. Man, dann gibt es wieder ein unentdecktes Fleckchen mit Eisen. Das möchte man dann wieder abbauen. So. So. Könnt ihr oben Essen für mich bereithalten? Mag ich gerade. So, ich komme jetzt hoch. Lass mich liegen. So, von wo bin ich gekommen? Also ich hoffe, ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Das ist nicht gut. Nee, besonders weil ich jetzt gleich sterben werde. Ich muss nochmal zurücklaufen. Warte mal, ich komme nach unten.
Warte, ich bin bei dir in der Nähe. Ah, ist ein Block weiter. Und ich verhungere. Ja, kannst du weiter hoch? Geht schon. Geil, ich finde es ja, dass man schneller regeneriert, als dass man stirbt. Ah, hier. Ah, schön. Okay, ich brauche wieder eine Hacke. Okay. 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 So, ich brauche eine Leiter. Ich baue mir jetzt eine Leiter. Ah, ein Cricket. Heuschrecke kommt zu uns. Nibi. So eine Hacke. Passt. Sonst ich baue ein bisschen Holz ab. Was? Noch mehr Holz? Ja, ja, brauchst du das Holz für dein eigenes Haus? Na, was? Aber ja, vielleicht schon. Kommt drauf an. Wenn was überbleibt, schon. Bambus könnten wir brauchen. Wie Bambusbretter. Wo bekommt man Bambus her? Hast du alles Samen? Ja. Okay. Gott sei Dank, Sternchen. Bambus. Wie stellt man Bambus her? Bambus, Gibt's Zuckerrohr? Bambus musst du, glaube ich, suchen. Warte, ich... Glaubt ihr, dass das ist? Ich hab mal kurz die Koordinaten auf. Unter was? Warte mal, wo wächst ein Bambus? Und Y... Okay. Weil ich gehe jetzt... Schon. Naja, da kann man da Zucker herstellen. Stellt man den Bambus her oder wo kann man das finden, sagen wir mal so? Ist das glaub, nicht das unter Wasser, oder? Unter Wasser gibt es, glaube ich, auch Bambus, aber nur selten. Ja, du brauchst nur Rechtsklick drauf machen, ne? Warte, Mani, schau mal. Ne, lass sie dort, ne? Mani, schau mal, wir machen hier eine Ecke. Und da gibt's Sträucher, also für Blaubeeren. Bambus könnte ich nämlich gebrauchen. Ich sehe eine Rohrkolben. Oh mein Gott. Ja, vielleicht kannst du statt Bambus auch Zuckerrohr verwenden. Ne.
brauche den Block des Zimmermanns. Kannst du den nicht craften? Ja, aber da brauche ich Bambus dafür. Und wie... Ah, ist okay.